Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Kirtnes Overlord Valley. Und heute werden wir eventuell mit dem ein oder anderen Seeräuber anwandeln. Zumindest ist das der Plan beim letzten Mal gewesen, ne? Dass wir das mit dieser Piratenbucht da irgendwie freischalten können. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal unser Standardkram. Weil da war ja auch noch einiges von letzten Mal da. Ich sehe zum Beispiel in meinem Inventar habe ich doch 2 Kilokarten. Da frage ich direkt mal Maru. Wo sind die überhaupt? Stimmt. Hä? Eben gerade war sie hier noch in der Küche. Wo bist du? Oh süß, mein Baby. Mein Baby liegt jetzt nicht mehr da. Ja. Oh, ich kann sie in den Arm nehmen. Nein, warte, ich will gucken. Alter, wie hoch schmeiße ich das denn? Und Lea ist bei mir wieder festgebacken. Oh süß, da kommt ihr das mal Herz hoch. Wie so ein Geist. Lea! Was machst du denn da? Na gut. Hä, kommst du hier nach vorne? Ja, oben links ist das bei mir, aber ich will mal bei Raul gucken. Ja. Genau, wegen dem Baby. Wo ist das Baby, Raul? Jawohl, hier. No! Schüttel, schüttel nicht das Baby. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt kommt's gar nicht durch die. Hä, das kommt doch gar nicht durch die Gitterstäbe. Nee, überhaupt nicht. Du schleuderst es so hoch. Ach, man schmeißt es in die Luft. Aber das sieht man nur, wenn man es selber macht. Ist das nur, dass du bestimmt aus dem Käfig ankommen, das Baby? Die Ketten sind ab. Also ein Herz. Nicht aus Weingummi machen sollen. Aus Weingummi. So Vollidioten. Ja. Aber wo ist Maru? Ja, man schmeißt es auch immer höher, ne? Echt? Nee, du schmeißt es immer mittelhoch und einmal, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ich glaube Viertel oder so, schmeißt es richtig hoch. Yeah, ja. Yeah. Crazy right now. Ich schwöre dir, wenn ich abgehe, ich schrische ich ab. So, ich setze nochmal ein bisschen Kaffee auf, den letzten, den wir haben. So. Gunther can tell you more. Nice. Neues Artefakt. Wir sind gerade im Sommer, ne? Ich glaube ja. Echt? Nee, wir sind im Frühling. Frühling, ne? Okay, ja dann. Ist bereit zu schlüpfen. Das ist der Dino. Nein, lass mich am Leben. Alter, ich bin wirklich bei den Schleims gestorben. Hier in dem Bombenfass, sind zehn Rüben drin. Die anderen sind gerade noch in Production. Da müsste einer es jetzt erledigen, der andere dann beim nächsten Mal. Der Dino, meine ich, ist geboren. Wie soll ich den mal nennen? Peter. Eine neue Baby-Echse ist geschlüpft. Frilla. Peter soll ich ihn nennen? Mhm. Mit A, also wie die Tierschutzorganisation oder wie der Peter? Das ist ja noch witziger, ja, wenn man nur macht Peter. Ja, Peter. Ja, doch, das ist gut. Okay. Peter. Peter. Adris, da ist der Dino. No! Ein Dinosaur. Ja, dann legt man ein neues Egg und dann können wir hier weiter züchten. So, her mit dem Stuff. Und ich würde dann tatsächlich auch allmählich hier die ganzen Vögel so umziehen, wie sie sollen. Wir hatten ja gesagt, dass wir tatsächlich nur Dinos wollten, ne? Nicht nur, oder? Also, ja, also ich würde 2 Häuser voll mit Dinos und 1 mit Rest. Oder? Mit dem Rest, was so übrig bleibt. Ja. Oh Mann. Hey, du hast ja jetzt doch 10 rote Beete schon hier drin. Oder ja, Beete. Genau. Da sind schon 10 jetzt drin. Ach, geil. Die anderen sind gerade in Production. Ja, geil, Schankedön. Und die muss man jetzt in den Kühlschrank von dem Mayer legen, oder? Mhm. Gibt's da irgendeine Zeit für? Ich guck mal nach. Nee, einfach nur, wenn's offen ist. Achso. Dann geh ich da mal vorbei.
Nice. So, und ich würde dann hier das jetzt machen, ne, mit den Viechers. Also werde ich wahrscheinlich zu einem von euch überschalten. Aber das ist mir so peinlich. Das ist wirklich ziemlich peinlich. Schämen solltet ihr euch. Die Inselmusik. So idyllisch. Oh, ich will auch wieder auf die Insel, die ist geil. Auf die ganzen Viecher, ne? Shit, es geht. Zack. Wie viele von den Hühnern behalten wir? 10. Den Schattenhühnern. 2? Aber würde ich sagen, oder? 2-2? Ja. So. Haben wir noch Katze 17 und Dati. Gut. Katze 17 ist sehr wichtig. Pferd 1. Perfekt. Soll das Übergangslösung? Ja. Oh Mann. Ja, ich glaube, den Hühnerstall lasse ich erstmal noch. Da können dann ein bisschen weiter Hühnereier produziert werden. Aber hier ziehe ich sie alle um. Brauchen wir Lachsbären? Habe ich mich auch gerade gefragt, weil ich sammle die auch gerade. Ja, muss sein, ne? Ich würde die sonst einfach verkaufen. Kannst du direkt verkaufen, glaube ich. Alles verkaufen. So. Und wollen wir morgen dann mal zur Dingens, zur Tropeninsel und das mit den Piratendorf machen? Was meinst du? Oh ja. Piratendorf? Ja, dieses, das Resort-Ding da kaufen. Ach so. Ach so, ja genau, das Resort freischalten und dadurch kann man dann zur Piratenhöhle. Meine ich doch. Piratenhöhle. Elaf, ich habe eine Secret Note. Die gab's noch on the way. Merci. Ravel hat ins Bett gemacht. Hä, jetzt schon? Hey, sag das doch nicht so. Ja, wenn ihr auf die Insel kommen wollt, weil ich bin schon auf der Insel, bevor ich jetzt zurückdüse und so, deswegen habe ich mir einfach hier hingefletzt. Ach so. Gari. Got it from my mama. Ja, ja, hier wird auch allmählich die Wiese etwas größer. Ah, ich glaube, das dauert noch ein Weilchen. Wäre irgendwie cool, wenn man die Tore automatisch öffnend machen könnte. Dass man da so das gegenläuft. Stimmt, ey. Oder so ein Schalter oder irgendwas. Bodenmatte. Ja. Redstone-Plattform. Sag mal, die genau das. Durcheinander bringen. Achso, 1:1. Aber nur kopieren. Ich hatte die Idee vor. So, ja. Wahrscheinlich. Was gibt's noch zu tun? Gar nicht mehr so viel. So. Ich würde am liebsten jetzt auch noch Maru das Ticket geben, aber ich glaube nicht, dass das geht. Wir haben keinen Bock. Also ich frage auch die ganze Zeit, Emily. Was? Die sagt so, nee, gar keinen Bock. Gratis Kinokarte, oh, ich hab so keinen Bock. Ja, ja, ne? Keinen Bock. Was stimmt denn nicht mit denen? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ach ja, der Schmied. Hier, ich hab einen Gratisflug für dich. Ja, ja, will ich nicht. Ja. Aber du musst wirklich nichts tun. Du musst da nur hin, da hast du nicht die geile Zeit. Hm. Och, nö. Scammeln. Das ist mir auch irgendwie zu einfach jetzt und nein. Und generell fühle ich mich damit auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Das stimmt, ne? Ein Kinoticket, ja. Das heißt ja, die andere Person will, dass du ins Kino gehst. Ganz schöner Druck.
Das ist ganz schön dreist. Wie kann sie nur? Die andere Person will, dass wir eine schöne Zeit haben? Das ist so frech. Wie kann sie das nur wollen? Ja. Ein bisschen unverfroren ist es. Ja. Das kann man so sagen, ja. Unverfroren, was soll das überhaupt heißen? Ja, keine Ahnung. Ja. Aber ein geiles Wort, ey. Verfroren. Ja. Macht gar keinen Sinn, das Wort. Jetzt gefroren oder verfroren? Ja. So, let's go. Auf geht's zu den Tropen. Geil. Aber vorher muss ich noch nicht auf. Wir müssen einmal kurz ins Gewächshaus. Und unten die, da sind so Blumentöpfe, die müssen per Hand gegossen werden, leider. Irgendwie klappt das nicht mit dem Sprinkler. Okay. Ja, obwohl das eigentlich funktionieren sollte. Kein Problem. Dreist. Dreist. Ja, ich würde sagen, der nächste saftige Brief steht an. Oh, Maru hat Zäune sagen, repariert. Ja. Sie sollten so gut wie neu sein. Es wird heute ist geil. Ich frage mich, ob die Pfefferkonstellation heute zu sehen sein wird. Ach, you. Willst du ins Kino? Ich habe noch keine Lust. Und Emily hat die Tiere gefüttert. Danke für nichts. So damit angeben, wer mehr gemacht hat. Ja. Mein hat das und das gemacht. Ja. Und Emily hat Eichhörnchen gezählt. Oh. Okay, das ist wirklich nützlich. Die Löcher in der Decke gezählt oder am Käse. Ja. Im Käse, Jungs, shit. So, ich mach kurz die Viechers. Super, die Schleims poppen, wie sie sollen. Nein! Sehr gut. Poppen. Wunderbar. Oh, shit. Das habe ich aus Versehen aufgemacht. So vögeln die, oder was? Ja, ja, auf jeden Fall reichlich. Ah. Ich bin doch jeden Tag da, um das zu überprüfen. Ja. Wie willst du der Scharlatan, Alter? Scharlatan. Ey, die Hühner kommen raus. Cuties. Ja, war eigentlich keine Absicht. Ich bin aus Versehen entgegengekommen. Aus dem entgegengekommen. Jetzt laufen sie alle weg. Freiheit! Nein. Freiheit, wir müssen entkommen! Ja. No. Na gut. Ich räume den Kram weg, dann können wir los. Dido? So. Und dann laufe ich nochmal fix zum Schmied. Und bring meine... Oh, da musst du sogar auch hin. Meine Hacke, mach die Hacke auf Gold. Hacke. Gold Guild. Hacke, Hacke. Wir gucken hier Gold Guild. War jemand schon im Gewächshaus? Gold. Das, was Raymond gerade meinte? Nope. Nee. Was soll ich hier unten machen? Ich gehe. Da sind so Blumentöpfe. Da sind die Dingens drin für die Quest von Ilaf und Janus. Ja, was mit denen? Müssen gegossen werden, per Hand gegossen werden. Ach so, ich habe gar keine Gießkanne. Ja gut, dann übernehmen wir das mal erwischt. Auf. Genau. Dann gehe ich schon mal zum Smith. Zu Will. Smitty. Ja. Zu Will, ja. Zu Will, Pluto. Ja. Jetzt denkt jeder, du wurdest zensiert. Oh, shit. Stahlhacke. Du erhältst Stahlhacke. Mingling. Werkzeug verbessern. Goldhacke. Sehr gut. Und dann komme ich zu den Tropen. Ab in die Tropen. In die Tropen. Die Sonne hinterher. Ey, yo, was, was geht? Und ich sag. Vor allem, ey, yo, was geht? Aber völlig übertreiben auf einmal auch. Und ich sag. Und ich sag. So, ich bin da. Was geht denn hier ab, Raymond? Hab ein bisschen umgegraben. Ja, das sieht man.
Hab mir die Zeit mit Feldarbeit vertrieben. Raymond hat schon eine ganze Stadt erbaut. Ja. Oh, der Train! Der Zug. Ich bin gerade beim Dingens, beim Blacksmith. Ich bin kurz auf K, gleich wieder da. Jo. Warte, jetzt kann er sich nicht wehren. Machst du gerade Teabagging? Warte. Perfekt. Sie trollt dann erst nachher. Überraschung. Warte. Geil. Get? Ja, genau, ein Herz. Ach, das ging dir jetzt zu weit, ja? Und. Ah. Und den hier natürlich. Oh krass. Hä, der will jetzt auch 20 Nüsse? Das ist das Resort. Aha. Krass, wie viel es immer noch gibt. Geht irgendwie immer noch weiter als Weide. Immer weiter als Weide, da ist er ja wieder. Ja, aber wo ist er? Wenn wir auf Eiler fahren, dann können wir hier reinpainen. Ja. Pain? Was? Wir waren doch in der Tropeninsel auf dich. Hä, wieso? Warum nicht? Wir wollen das Resort hier. Na, es gibt einen neuen Bereich. Ach so. Oh, ja, okay. Moment, ich bin. Ich war beim Zug. Das übelste Zittern auch. Ah. Oh, warte mal, wir könnten natürlich auch. Warte. Ach, du kannst das schreiben, ne? Oder mal ein Herzchen. Oh. Ich will auch was malen. Süß. Auf der Tropeninsel oder was, ne? Ja, ja. Oh nee, das ist zu viel. Fuck, kann ich das nicht abbrechen? Scheiße. Ach, egal, verkackt. Du kannst es halt so wegmachen und wieder hin, ne? Alter, stimmt. Pro Gamer Modus. Das ist wieder alles wieder dry. Du musst mit der Spitzhacke. Spitzhacke, ach, Spitzhacke macht weg. Ja. Ah, und dann wieder hin. Nice. Ach, die gehen ja gar nicht hier, ne? Die unteren. Nee, die unteren. So, ich mach da mal fix, ne? Scheiß drauf.